Jetzt geht's los. Wir haben Tatsache alles ins Auto bekommen, was an einem Wunder grenzt, aber wahrscheinlich ist es auch. Guck mal, wie tief der jetzt liegt. Wir fahren los. Fahren wir los? Ja. Dann machen wir das Navi an. So, das Auto fährt sich wirklich wie ein Schiff, als wenn es so sackschwer ist. Wir sind um 8 losgefahren, mittlerweile ist es 11:30 und wir haben das Gefühl, wir kommen nicht voran. Wir haben immer noch 330 Kilometer vor uns. Deswegen haben wir den Fahrer gewechselt, damit jetzt mal was vorangeht. Genau, deswegen haben wir den Fahrer gewechselt, damit es jetzt endlich mal ein bisschen schneller geht. Okay, wir könnten weiter sein. Tatsache bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt. Wir haben uns jetzt unsere Aufnahmen von den letzten beiden Tagen gerade noch mal angehört. 3-mal, 4-mal. Eigentlich haben wir gar nichts anderes. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja? Ich nicht. Ich hoffe nicht. Wir haben auch gerade eben beschlossen, dass wir noch in die Apotheke gehen und uns ein bisschen Baldrian holen. Mir schwirrt ein bisschen im Kopf rum, wie wir diesen Tag überstehen sollen, weil ich bin jetzt schon so müde. Wir fahren ja nachts immer noch weiter in die nächste Stadt. Das heißt, wir fahren noch heute von Heidelberg noch weiter nach Frankfurt am Main. Morgen spielen wir in Frankfurt am Main. Am Mittwoch in Köln, am Donnerstag in Hamburg und am Freitag in Berlin. Und das scheint mir heute ein sehr langer Tag zu werden. Man sieht da hinten gar nichts, oder? Ist alles komplett voll. Wenn Torfin jetzt bremsen würde, würden wir alle sterben. Alle beide. Aber auch wenn er Gas gibt, sterben wir alle, habe ich das Gefühl. Wir haben beschlossen, dass wir noch kurz in einem Musikfachgeschäft fahren. Weil Julius schwitzige Hände hat. Ich bin schon ein bisschen nervös, deswegen habe ich schwitzige Hände. Und es gibt dagegen durchaus Mittel für Instrumentalisten. Gibt es so Wachs, dass man sich drauf machen kann, damit die Hände nicht ganz so klebrig sind. Du hättest jetzt runtergemusst. Hier muss runter. Scheiße! Hier muss runter. Kann ich da noch? Ja, ist frei. Ist frei. Ach, sehr gut, läuft doch. 50 Kilometer. 56. Ja. Muss schon ehrlich bleiben. Obwohl man zwar nur sieht, dass ich filme, bin ich einen Großteil der Zeit gefahren. Das stimmt nicht. Das ist einfach gelogen. Heidelberg, wir kommen. Endlich von der Autobahn runter. Endlich 6 Stunden und 15 Minuten Autobahnfahrt. Wir haben es geschafft. Da rechts an ihm vorbei. Ach du Scheiße! Bremsen! Bitte bremsen! Wir fahren ja weiter, Autobahn. Oh nein! Au! So, Geld habe ich schon mal. Ich stehe trocken lässig im Auto. Und jetzt muss ich noch Musik laden in der Hoffnung, dass sie diesen Kleber haben. Machen Sie ihn hier. Bist du aufgeregt? Nein. Fast gar nicht. Du siehst aber so aus. So, wir haben der Stadt anscheinend wirklich Unrecht getan. Das ist wunderschön. Weil, so hässlich wie wir dachten, ist Heidelberg gar nicht. Wir haben nur den Randbezirk gesehen und das war nicht so toll. Viele alte Gebäude, wenig Neues. Zwischen den Bergen, dann hier ein Fluss. Ist das die Mosel? Oh Gott. Keine Ahnung. Ich glaube die Donau. Es ist weder Mosel noch Donau. Es ist der Neckar. Da oben steht auch irgendwie ein Schloss, also es ist schon alles recht schick. Torfin ist der vollen Überzeugung, dass wir es jetzt geschafft haben, dass wir jetzt ganz oben angekommen sind, und zwar aus einem einzigen Grund. Weil es hier einen Kühlschrank gibt, in dem Bier ist. Das ist schon echt sau spannend. Da drin spielt jetzt die Band, also Tom Schilling zusammen mit den Jungs, haben die ihr Setup gemacht. Torfin und ich müssen danach aufbauen und dann geht's 2,5 Stunden geht's los. Covered in snow, no.
Stunden Zeit, bevor es losgeht. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ein bisschen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Tom Schilling und ich möchte euch gerne unsere wunderbare Vorband ansagen. Sie heißt Take a Trip. Ich bin selber gespannt, das ist der erste Abend und ich wünsche euch viel Spaß mit Take a Trip. Wir sind in einer neuen Stadt, wir sind direkt nach unserem Konzert weitergefahren. Wir sind jetzt in Frankfurt. Heidelberg war schön. Heidelberg fand ich war dann doch eine überraschend schöne Stadt. Besser sein können. Wir suchen jetzt unser Hostel erstmal. Vor allem viel schlimmer noch, wir suchen einen Parkplatz. Und Julius hört mal auf beim Filmen, beim Fahren zu filmen. Also wir haben einen Parkplatz, wir haben unser Hostel. Und wir haben vor allem festgestellt, dass unser Hostel direkt auf dem Rotlichtstrich ist. Reserviert auf den Lambertram. Wie heißt das? Ist das Gleis 9, 3 Viertel, 4, 3 Viertel, 5, 3 Viertel? Egal, auf unserer Karte steht drauf, dass wir den Raum 701 haben. Ja? Aber im Fahrstuhl gibt es einfach keine siebte Etage. Und dann standen wir da wie zwei Idioten, bis Torfin dann wagemutig in die siebte Etage vorgedrungen ist und unseren Raum gefunden hat. Wir haben eigentlich haben wir ein ganz schönes Zimmer, aber wir haben keine Toilette. Wie war's? Absolut grandios. Es hätte nicht besser laufen können. Tom Schilling hat eine sehr, sehr nette Ansage gemacht, extra für uns. Wir waren zwar vorher sehr aufgeregt, aber während des Auftritts haben wir echt souverän gespielt. Und ich würde sagen, dass wir es in keiner Probe so gut hingekriegt haben wie bei diesem Auftritt. Und dazu kam ein Kumpel von uns, stand im Publikum und hat die Stimmen eingefangen von den kritischen Zuhörern, die da standen. Und die waren alle restlos begeistert. Mehr kann man sich nicht. Ich kann mich dem nur anschließen, das war echt krass. Die beiden waren so super aufgeregt vorher. Es war gut festzustellen, dass die Band genauso aufgeregt war wie wir. Und unsere größte Befürchtung auf dem Hinweg war ja Tatsache, dass uns dieses Setup mit dem Schlagzeuger auseinanderreißen. Haben sie auch nicht gemacht. Nee. So, es war eigentlich alles ganz geschmeidig. Und dann haben wir haben noch einen großartigen Tipp bekommen von Tom Schilling, was man gegen die Aufregung tun kann. Nämlich absolut einfach gar nichts. Und das hat schon auch geholfen. Oder? Also abgefahren fand ich, dass wir beide das Gefühl hatten, als wir das eben im Auto ausgewertet haben, dass wir, also es war schon während des Konzerts so, dass gut applaudiert wurde, was ja auch nun nicht bei jeder Vorband so ist. Und vor allem hatten wir beide kurz das Gefühl, es war ganz kurz davor, dass es eine Zugabe geben sollte, was uns echt eine Bredouille gebracht hätte, weil wir hätten keine gehabt. Ja, wir hätten nochmal den ersten Song gespielt, aber wir sollten Nothing But a Breeze echt als Zugabe bringen. Sollten wir.